So, ja, in diesem Video erzählen wir was zur Blickschulung, zum Abbiegen, was für Techniken das gibt, wo man wann wie wohin guckt und warum. Also, als erstes bei so einem Abbiegevorgang, angenommen wir wollen jetzt gleich, wenn man mal nach vorne guckt, stehen wir jetzt hier an so einer T-Kreuzung. Ja, können wir mal einmal kurz, wenn wir da vorne drauf sind, sieht man das? Wir wollen jetzt gleich nach rechts abbiegen, okay? Um das machen zu können, funktioniert das folgendermaßen. Als allererstes Innenspiegel kontrollieren, da ist keiner, nicht mal die Polizei. Als zweites Außenspiegel kontrollieren. Als drittes mache ich einen Schulterblick nach rechts. Und jetzt passiert das oft, dass Fahrschüler sagen, ja, warum soll ich den Schulterblick machen? Da war doch gar keiner. Ich habe doch alles gesehen. Dazu tauschen wir mal kurz die Position. Du guckst dir das einmal an aus der Karre und dann weißt du genau, was ich meine. Spiegel. Da haben wir das. Alles klar. Da hinten kann man gut sehen. Ne? Dann gehen wir rüber zum Außenspiegel. Da sehen wir dann auch. Alles cool. Aber wenn jetzt einer im toten Winkel ist, so wie ich, dann sieht man den nur, wenn man einen Schulterblick macht. Und dafür ist diese ganze Geschichte. Wir können das nochmal kontrollieren, schön im Außenspiegel. Man kann mich eigentlich nicht sehen. Ja? Und wenn jetzt hier einer mit dem Fahrrad angeballert kommt und wir ziehen rechts um die Kurve, ja, dann hörst du noch einmal Klingeling und dann musst du gucken, wer da unten liegt. Ja? Damit das nicht passiert, die Reihenfolge einhalten, die wir gerade besprochen haben. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Alles klar? Weiter geht's.